Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Goldaktienindex GDXJ vor Megaausbruch. Disclaimer. GDXJ vor Megaausbruch. Der Analyst Grady veröffentlicht heute einen Langfristchart des GDXJ und weist auf einen doppelten Backtest hin. Dieser ist der Auffassung, dass von hier aus eine große Bewegung nach oben besteht, die den starken Rückgang von 2011 bis 2013 spiegelbildlich gleicht. Auch bei unserer GDXJ-Chartanalyse würde der jüngste doppelte Backtest genau hervorheben. Verstehen Sie bitte, dass es solche günstigen Einstiegskurse in einen noch jungen Bullenmarkt bei Junior-Goldaktien von nur kurzer Dauer sind. Sobald die Kurse vieler Goldaktien ihren Boden erreicht haben und eine Rallye beginnt, die sich dann auch noch zu einem finalen Anstieg entwickelt, die weit höher läuft als die bisherigen Ausbruchsversuche 2016-22, gibt es keine weitere Chance mehr, auf diesem niedrigen Cent-Niveau wie aktuell zu bekommen. Ja, es ist einfach so, diese extremen Verzerrungen nach unten, wie beispielsweise hier, wie Sie auch sehen, in der Corona-Krise oder aktuell jetzt oder 2016, das sind die eigentlichen starken Einstiegskurse bei Goldaktien. Das geht meist auch mit eben, wie gestern gezeigt, mit einer hohen Gold- und Silberratio, die auch nicht lange anhält, einher. Das ist ein Indikator. Also man darf sich jetzt nicht rausschütteln lassen. Wie gesagt, richtig günstige Goldaktien gibt es nur wirklich in kurzen Momenten zu kaufen. Klar, man kann nicht immer diesen absoluten Tiefpunkt entwickeln, aber sage ich mal gerade, die Penny-Goldaktien sind auch schnell teuer. Was jetzt 10, 20 Cent noch kostet, ist dann schnell 50 Cent oder 1 Dollar wieder. Von dem Niveau sind sie ja jetzt auch teilweise gekommen. Und dann ist dieser ganz, ganz große Hebel raus. Das müssen Sie sich bewusst machen. Aber schauen wir uns jetzt nochmal den GDXJ an. Also das ist der Junior-Goldaktien-Index, deswegen J. Und da hat eben dieser Grady, dieser Statist, eben beobachtet, dass es vermutlich hier zu einer spiegelverkehrten, also oder spiegelgleichen, wie man das auch will, Bewegung kommt. Er hat halt erkannt, dass dieser Riesenabsturz hier von 2012 im Wesentlichen bis 2013 hat es stattgefunden, dass mit einer Unterbrechung hier gearbeitet hat, dass das jetzt vermutlich verkehrt nach oben geht. Das heißt, es geht vermutlich kommt jetzt zu einem durchgehenden Anstieg auf circa 90, 95, vielleicht 100. Und dann ist, wie damals eben durchaus hier dieses runtergegangen ist und eine Erholung gab, ist dann möglicherweise mit einer Korrektur zu rechnen und dann geht es vielleicht final nochmal weiter. Jedenfalls, das sind eben diese gleichen Boxen, in denen dieses stattfinden kann. Ich finde das durchaus sehr plausibel, weil sicherlich steht in den nächsten 6 bis 9 Monaten irgendwo Gold über 2000, 2100, hoffentlich 2300 oder sogar 2500. Und das ist natürlich von Goldaktien, von dieser Unterbewertung eine absolut große Chance. Ja, okay, so sehen das die Analysten. Dem schließen wir uns hier an. Ich denke, die Goldaktien-Rallye hat nicht mehr viel Fallhöhe nach unten. Und es dürfte nach oben gehen. Viele kleine Penny-Stock-Goldaktien teilweise bewegen sich auch schon. Und wenn dann die Stimmung sich für Goldaktien verbessert, dann sind es auch dann schnell keine Penny-Aktien mehr. Aber im Augenblick sind sie es noch. Und daher ist die Chance immer noch groß. Ja, hier eine Aktie, angehender Goldproduzent in Nevada. Hohes Risiko. Das Goldprojekt Grassy Mountains befindet sich im Malheur County im Osten von Oregon, etwa 22 Meilen, ja, und 70 Meilen westlich von Boise, Idaho. Insgesamt sind das 8.200 Morgen, jährliche Produktion von etwa 47.000 Unzen und 55 Unzen Silber über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 8 Jahren. In diesem Gebiet gibt es circa 1,1 Millionen Unzen Gold.
Mittlerer Grad. Sie sehen das hier mit 1,1, also niedriger mittlerer Grad bis 1 Milligramm pro Tonne und Low-Grade Silber hier nochmal 3,5 Millionen Unzen Silber. Dann haben Sie noch das Projekt Frosten, das weist eine ähnliche Gesteinsformation und geologische Signatur wie Grassi auf. Und das eigentliche Asset ist das sogenannte Sleeper Gold Projekt. Das ist ein ehemaliger hochgradiger Goldproduzent im Tagebau, der etwa 25 Meilen nordwestlich der Stadt Winnemucca, Nevada, liegt, an einer Hauptverkehrsstraße. Die berühmte Sleeper Mine wurde von 1986 bis 1996 von Amax Gold betrieben und produzierte 1,66 Millionen Unzen Gold und 2,3 Millionen Unzen Silber. Insgesamt ist ein Territorium für das Unternehmen von 60 Quadratmeilen abgesteckt. Sie haben measured und indicated, also nachgewiesene Unzen, allerdings Low Grade, 0,33 Gramm pro Tonne mit 3,143 Millionen Unzen Gold und auch absolutes Low Grade, Silber nochmal fast 30 Millionen. In Ferrit nochmal 1,488 Millionen Unzen zu, also abgeleitet. Und nochmal 6,6 Millionen Unzen, allerdings Silber, allerdings Low Grade. Das Problem ist natürlich, das sozusagen das Sleeper Gold Projekt, das genau das ist, was es heißt. Das ist ein Sleeper, das eigentlich erst bei höherem Goldpreis funktionieren kann. Und das Unternehmen fokussiert sich natürlich dann erstmal auf dieses Grassy Mountain Projekt, das etwa höhere Grade hat. Aber das andere ist eben auch relativ leicht in Produktion zu bringen. Und weil es eben auch, wie gesagt, eine ehemalige Mine war und das auch schnell wieder zu aktivieren ist. Aber wir brauchen höheren Goldpreis. Das hat sich natürlich auch jetzt im Chart abgezeichnet. Die Fantasie ist raus, gerade bei low-gradigen Gold. Es ist absolut null. Wir sind eigentlich auf der Höhe der Finanzkrise. Wir sind sogar hier unter dem Tief von 2020, dem Corona-Tief. Also wie gesagt, die Jurisdiction ist gut. Das sind Projekte, die schnell produzieren können. Wie gesagt, der Goldpreis ist nicht hoch genug dazu, dass die Aktie performen kann. Also die dürfte dann gerade, wenn der Goldpreis sich dann wieder 2001er bildet, dann überproportional steigen. Jedenfalls sind die Assets da, ist eine gute Jurisdiction. Und wenn man das in einen Potenzialfaktor reintut, also sie haben 17 Millionen Marktkapitalisierung. Anzahl der Unzen Gold ist also 5,5 Millionen. Ich habe einfach mal Low-Grade angegeben, das steht mit 0,5, also 50% werden abgezogen. 38 Millionen Unzen Silber. Land mit USA ist gut. Und dann kommen wir auf den sogenannten Potenzialfaktor von 217. Also die Formel, das soll anzeigen, also wenn wir wirklich eine Mania haben bei Goldaktien, kann sie maximal um das 217-fache schaffen. Das ist ein ungefährer Indikator. So vergleichen wir die Goldaktien, was theoretisch möglich ist. Wie das in der Realität kommt, ist eine ganz andere Sache. Aber wenn Gold eben 2000 ist oder 2100, sehen Sie sich das hoch von 2011 an. Das kann durchaus wieder schnell bei 4, 5 Dollar steigen. Und wenn es dann noch höher geht, vielleicht auch irgendwo einen Wert zwischen 5 und 10 Dollar annehmen. Oder eben auch noch viel mehr, gerade wenn der Markt es dann richtig bewertet. Dann haben Sie noch zwei weitere Projekte, das Projekt Bald Peak und das Mill Creek Projekt, also insgesamt fünf Projekte in der guten Jurisdiction. Ziemlich viel Gold mit 5,5 Millionen Unzen im Vergleich zu der Marktkapitalisierung. Und es ist eben eine Produktion von circa 100.000 Unzen pro Jahr gebraucht. Also da würde dann auch auf alle Fälle Cashflow reinfließen. Ja, also wir sind ja also wir nehmen diesen Goldaktienbullenmarkt der 1917 Jahre als Beispiele als Beispiel. Dort sind eben teilweise Goldaktien, diese typischen Penny-Goldaktien, teilweise, hier sehen Sie es, von 5 oder 10 oder 20 Cent auf 15, 20, 30 Dollar gestiegen. Also das heißt, da gab es eine Phase, da konnte man das Penny-Stock-Aktien mit einem Investment von 1.000, 50, 100, fast eine Viertelmillion machen. Einfach unglaublich. Und wenn wir tatsächlich vor einer großen Goldrallye stehen, warum sollen diese wirklich am Boden zerstörten Goldaktien nicht auch
in Ansätzen oder teilweise ähnliche Performance hinbringen, wenn ein Gold dann wieder auf 2500 oder so steigt. Also was kann man tun? Man muss eben versuchen, diese Penny-Gold-Aktien mit großen Ressourcen, wie ich sie gerade gezeigt habe, kaufen. Da hilft eben dieser Potenzialfaktor. Potenzialfaktor heißt, es gibt eben sehr viel Unzen im Vergleich zur Marktkapitalisierung. An sowas muss man sich beteiligen, natürlich nicht nur auf eine spezielle Aktie setzen, sondern nur verschiedene von diesen Typus beobachten und dann teilweise gut performende nachkaufen. Und so nähert man sich, sage ich mal, an die optimale Verteilung bei Goldaktien an. Und das Risiko ist auch nicht so hoch, auf keinen Fall nur auf eine Aktie setzen. Das geht dann meist schief. Und da muss man dann wirklich Glück haben, dass es gerade mit der Aktie, die man so aussieht, klappt, sondern wirklich verteilen, ständig beobachten, gute Performer nachkaufen. Gerade, und das sieht man jetzt gerade in dieser Tiefe, kann man zunehmend die guten Performer rauslesen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Aktien sehen, die auch in diesem sehr schlechten Umfeld eigentlich eine klare Dynamik nach oben aufzeigen, würde ich sagen, nachkaufen, gerade wenn Sie große Ressourcen haben. Ja, nochmal zum 1000-Becker-Report. Also wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, Potenzialfaktor zu errechnen, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu errechnen. Eine Exit-Strategie ist auch bei. Auch ein Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung biete ich an. Ja. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwert, das ist einfach ein guter Abwickler. Eine Überweisung vom Konto zu denen und ihr Gold und Silber ist gut geschrieben im Edelmetallkonto und das ohne Mindestinvestition. Und gleichzeitig ist das Unternehmen einer der günstigsten Bezieher von Gold und Silber und der gibt diesen Preisvorteil an Sie weiter. Es ist also deutlich günstiger und Sie können sich am Ende, können Sie sich dieses Material auch physisch abholen. Ja, Preisvergleiche immer nutzen, bevor Sie kaufen. Nützliche Informationen, mit welchem Broker können Sie in Deutschland, in der EU oder in der Schweiz arbeiten. Hier gibt es auch einen Broker, wo Sie das mit Nicht-Schweizer Wohnsitz machen können. Weitere Informationen zu Charts, Informationen zu Goldaktien generell, Diskussionsforum, weitere Spezialisten etc. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Zustellungsprobleme, wie auch immer, rufen Sie mich einfach unter der angegebenen Rufnummer an. Ich würde mich dann, sobald es mir möglich ist, mich bei Ihnen melden und zurück. Ja, nochmal ganz herzlich vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.